Moderne Villa ist das Stichwort. Ich komme hier online und das erste, was ich sehe, ist das hier. Einbauschränke, Einbauschränke. Oh mein Gott. Hals, Maul, stopp. Liebste Community, liebste Subgifter, ach, einfach alle Leute, die hier gerade den Stream und dieses Video gucken. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes wieder für euch vorbereitet, meine Freunde. Also, wir haben heute was ganz Besonderes vor. Und zwar möchten wir uns gemeinsam hier mal wieder kreativ ausleben. Wir möchten also sehen, was hat die Community im Kreativzentrum so drauf. Und ich bin extrem gespannt, was uns heute hier erwartet. Yazaroth und Yorkshire haben hier auf jeden Fall gemeinsam eine ordentlich babamäßige Map mit einem lieben Shortbite rausgehasselt, meine Freunde. Ich möchte heute von euch, dass ihr mein Traumhaus baut. Ihr habt richtig gehört, meine Freunde. Ich werde auf der Suche nach meinem Traumhaus, weil ich ja so leben möchte wie Bibis Beauty Palace, ihr wisst es alle. Ich wäre gerne Julenko, leider bin ich. Möchte ich jetzt aktive Vorschläge haben für mein Traumhaus. Das ist, also ich wiederhole es nochmal, das beste Haus, was ich jemals gesehen habe in Deutschland. Ich erwarte von euch einen erwartungsvollen Vorschlag, meine Freunde, für eine aktive, geile Villa, ja, also eine wirklich geile, geile, moderne Villa, geil, die ich hier von euch gebaut bekommen möchte, ja. Ihr wisst jetzt ungefähr schon, was mein architektonischer Film so ist und ich bin gespannt, was ihr aus diesen Informationen alles so macht. An der Stelle, falls ihr beim Community-Event mitmachen wollt, ich sag's mal so, als Sub hat man die höhere Chancen, geweitlistet zu werden, das mal an der Stelle. Ich wäre ja nicht Revi, wenn ich tatsächlich dafür nicht auch einen Preis ausgeben würde. Derjenige, der mir hier die aktiv geilste Villa baut, kriegt von mir einfach mal 100 Euro, würde ich sagen. Also investiert auf jeden Fall hier ein bisschen Zeit rein. Das Event wird morgen früh aufgelöst, also habt ihr über 12 Stunden Zeit, mein Traumhaus hier zu entwerfen mit Pool, Inneneinrichtung, allem drum und dran. Und ich bin mal gespannt, ob es hier 100 Leute gibt, die in der Lage sind, mein Traumhaus zu bauen. Leute, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ganz kurz die Map an, bevor wir whitelisten. Oder, liebster Leon? Das kriegen wir hin. Na, mach mal ran hier, guck mal, wie wir da rüber schätzen, Alter. So, Leute, hier haben wir eine aktiv geile Map. Ihr seht hier auf jeden Fall eine wunderschöne Straße. Hier vorne die Hollywood Hills, ne, und alles weitere und so fort, Alter. Baba, 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 mäßig, Alter. Hier sind auf jeden Fall eine Menge Grundstücke, Leute. Jeder kriegt ein Grundstück zugewiesen. Es gibt natürlich Grundstücke, die sind ein bisschen besser gelegen. Hier vorne an der Waterfront, ne. Wie gesagt, Yazaroth, Yorkshire. Ihr beiden habt hier auf jeden Fall ordentliche Tryhardet. Hier gibt es nochmal einen Jump'n'Run. Was soll das hier? Keine Ahnung, Alter. Da steht, Yorkshire, das ist keine Villa. Machst du, bist du weg. So bist du weg. Ach so, ja, ja. Also, wenn man sowas baut, dann wird man gebannt. Genau. Also, baut was Anständiges, wollen euch die Erbauer dieser Map sagen. Don Balbano hat es auch geschafft. Genau! Warum ist Don Balbano dabei, Bro? Nein, Alter. Ihr wisst, wie das hier läuft. Ich möchte eine moderne Villa, ja? Bauhausstil, Minimalismus, irgendwas in die Richtung, Leute, ja? Don Balbano, ein Platz ist frei. Ich sag's so, wie ich will. Oh, na, und Don Balbano hat reingeschissen. Also, ich dann. Ja, starte den Server, starte den Hasen. Ihr kriegt jetzt alle ein Grundstück. Der Gewinner kriegt von mir 100 Euro Amazon-Gutschein geballert. Ihr habt jetzt alle Creative Mode, könnt euch hier ausleben. Baut einen Pool, einen Garten, ja. Baut nicht einfach drauf los. Lasst euch eventuell Zeit. Plant das Ding ordentlich. Wir schauen uns jetzt nochmal hier die Grundzüge von allem an. Moderne Villa ist das Stichwort. Ja, ich bin wirklich sämtlichen Dingen gegenüber offengestellt. Der Bro baut hier einfach was aus Gras, alles klar, darauf bin ich nicht vorbereitet. Eine schöne Hecke drumherum, ne, ein Pool, ne, ein Fitnessraum, ne, so ein Keller mit Einbauschränken, ne, ihr wisst, was ich meine, Leute. Ich will wirklich, ich will mich fühlen wie Julienko, wenn ich durch das Haus gehe. Tobi, was macht er hier? Warte, darf ich jetzt kurz angucken, was er macht? Ja. Ah, er macht, ja. Ja, okay. Der ist, Ich hab noch niemals jemanden gesehen, der so schlecht in Redstone gewesen ist, Alter. Random. Bro, bist du zu dumm, eine Arschmaschine zu bauen, Alter? Do you even watch Mambo Jumbo? Bro. Was macht der hier, Tobi? Ich sage, moderne Villa und der Bastard baut eine Palisade aus dem Mittelalter. Bro, what the f***? Ich will doch kein rosa Haus haben, Vicky, Mann! Der baut eine Hüpfburg, Alter. Hier hat einer einen Pimmel gebaut. Lass mal sagen, wenn die so Scheiße bauen, einfach bann, Digga. Weg mit dir, Digga. Bro, guck mal, er hier, Alter. Reason hat was richtig Geiles schon gebaut. Komm. Ist halt minimalistisch. Ja, hat halt einen Schwanz und einen Pornobskin. Geil. Ey, ich habe wirklich das Gefühl, Tobi, dass ich hier wieder großartig enttäuscht werde. Guck dir mal an, womit wir anfangen. Schau mal hier. Ach, Digga, komm mal zu mir, Alter. Johnny Bion, wie soll ich da keine Klaustrophobie bekommen, wenn die Decke 2 hoch ist, Digga? Was ist das? Der hier baut einen Hasen mit einem Laserschwert. Leute, ich habe nach einer modernen Villa gefragt, oder? Ich habe nach einer modernen Villa gefragt. Oh, Bro, Yorkshire und Yazaroth bauen zusammen auch ein Haus. Da bin ich gespannt drauf, Digga. Da bin ich wirklich gespannt drauf, weil die fangen hier gerade an, schon mit ganz wilden Formen und Wollblöcken abzustecken, wie das eventuell aussehen soll. Gibt da Leute, die bauen einfach drauf los. Mhm.
Nee, yeah, cool. Ich baue auch gerade. Ah, das wird was. Nein. Hey, lass das. Weg hier, Abflug. Du sollst einen Abflug machen. Digga, hör auf. Lass das. Hey. Hey, was soll das denn? Ich bin Griefer. Epischer Pufferfisch-Grief. Kannst du... Digga, ich will einmal Minecraft spielen. Hör auf jetzt. Oh, ich kann auch keine Delfine spawnen, Aldo. Warum willst du Delfine spawnen? Ja, ich will gleich mal. Ich will Delfine, aber auch Alter. Mein schmeckt Grundstück mega. Ja, Leute, was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr daraus macht. Wir schauen nach 12 mal ganz kurz rein in das Haus und in den Chat, in die ganze Nummer hier und dann morgen früh nochmal, würde ich sagen, Tobi, ne? Ihr wisst ja jetzt, wie das läuft. Ihr baut mir mein Traumhaus. Ich bin gespannt. Bitte bis morgen früh fertig machen. Ansonsten, wer nicht fertig ist und nicht die Nacht durchgezockt hat, wer keinen epischen Zock hinlegt, der wird weggebannt. Oh, auch interessanter Ansatz. Der Flower hier mit einer ganz wilden Kombination. Ja, Digga, bei mir sagst du, was das denn? Ganz ehrlich, Digga, dann mach nichts mehr mit dem Flower einfach dein Event. Weißt du was? Dann lädst du ihn ein, einfach so. Das sieht auch geil aus, Alter. Das ist Seider 12. Scheint hier gerade sich im Internet zu inspirieren und baut hier einfach gerade was nach, was er gerade abschaut. Auch geil. Wir schauen dann später nochmal rein. Ne, Tobi, um 12 dann. Also, ja? Nussig. So, Leute, dann schauen wir mal ganz kurz auf den Minecraft-Server. Der Tobias hat leider noch seine Probleme mit seinem Mikrofon, aber dann schaue ich mir mal ganz kurz den ersten Progress mit dem Leon an, Alter. Und uiuiuiui. Digga, ich sehe diese riesige Sim-Statue und will jetzt schon kotzen, Alter. Digga, ich komme hier online und das Erste, was ich sehe, ist das hier. Was soll das? Okay, ich sehe hier sehr, sehr viele geile Ansätze schon. Ich will mir gar nicht zu viel angucken, tatsächlich, weil es halt wirklich, das ist ein Wild. Viel Weißes dabei, weil das ist auch geil hier so auf römische Atrium-Villa angelehnt. Crazy Konzepte hier, Digga. Wirklich, boah, geil, soll ich Alter. Dir das hier eins, ist schon mal ziemlich stark. Es gibt eins, was du dir unbedingt angucken musst. Also die sind ja alle noch nicht fertig, die sind alle noch im Bau. Aber holy Digga. Da sind schon verdammt gute Sachen bei, wirklich. Das ist natürlich auch wild hier, Digga. Das hat was vom Face-House, so aus USA-mäßig. Wild, 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 wild. Also wirklich wilde, wilde Dinger dabei. Oh, Bro, wild. Also das finde ich krass. Das ist wirklich ganz crazy. Da ist rein mal, dass du raten, von wem das ist. Don Balbano! Wie ist der hier auf den Server gekommen? Der war gewitelistet. Wieso bin ich als Hund angeleint und der auch... Ach, Digga, der sollte dich f***en, Alter. Der wird gebannt, Junge. Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu diesen ganzen Entwürfen hier. Wirklich, wirklich krasse Sachen dabei. Kann man nicht anders sagen, Mann. Also, auch das hier, Digga, guck mal. Auch ziemlich crazy. Also, wirklich geile Sachen dabei, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das morgen alles aussieht, wenn das hier fertig ist. Bisschen Crap ist dabei, aber es hält sich wirklich in Grenzen. Okay, Leute, schauen wir mal, wie das Ganze hier morgen aussieht. Wir werden auf jeden Fall morgen Gewinner picken und der kriegt von mir einen 100 € Amazon-Gutschein. Auch wildes Ding hier. Also, wirklich echt cool. Nehmt euch zu Herzen, hasset hier durch und dann schauen wir mal morgen, wer das Ganze hier gewonnen hat und wir werden Kontakt auf jeden Fall zu dir herstellen. Bin gespannt, was dabei noch rumkommt. Vielen Dank fürs Programmieren. Leon, vielen Dank an Yazaroth und Yorkshire fürs Bauen. Am nächsten Tag. Okay, Leute, wir schauen auf jeden Fall auf den Server, Leute. Es ist, Alter, es ist 11.30 Uhr. Ich habe es gerade gepennt, Tobi. YouTuber-Leben. Wow. Und wir schauen mal, was sich hier so verbirgt. Und hallo, Schwede. Tobias, ich sorg's dir. Wir haben echt geile, oh mein Gott. Tobi, guck mal hier. Oi. Willkommen im Standoff. Ja, komm mal rein, Digga. Junge, hey, die Innenausstattung, wie geil. Guck mal. Der kommt, ja. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne mal ganz kurz an. Wir fangen diesem Grundstück hier an. Wir haben hier ein ganz besonderes Ding. Es ist extrem nice. Es sieht so contemporary aus. So ein bisschen auf Betonmäßig angelehnt. Der Brunnen hier hinten gefällt mir absolut gar nicht, wenn ich ehrlich bin, Tobi. Aber der Pool hier oben ist ziemlich geil. Ich würde dann sagen, das hier ist eine echt solide 2 von 10. Nein, Spaß. Boah, Digga, die direkt daneben ist wild. Digga, die ist wirklich geil. Die schau mal ist hier, wild, Alter. Wir gehen mal ganz kurz rein. Großes Bild von Trimax und so, ne? Boah, Junge. Boah, Aquarium, Bruder. Ist schon geil. Guck mal, vor allem, weil hier, guck mal, der hat hier dieses Skylights eingebaut, die ich so übertrieben geil finde. Weißt du, was ich meine? Ja, der hat auch einen Ofen da. Ja, platziert. Ja, guck mal oben. Boah, die liebe ich ja auch, ne? Ja. Guck mal, hier sind noch meine Autos. Hier sind meine Autos. Hier ist mein rosa Auto, mein gelbes Auto. So sehen meine Autos auch. Also, ich fahre auch ein Auto. Die Villa hier verstehe ich nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Digga, das hier habe ich gestern schon übergefühlt. Guck mal, Bruder. Dieses asiatische Haus. Das ist gar kein Vergleich zu den anderen Sachen. Es ist auch nicht modern, aber ich finde es übertrieben krass. Oh mein Gott, von innen. Bruder, diese hohen Decken. Alter. Oh mein Gott. Digga, oh mein Gott, guck mal, das Cabinet hier. Ja. Das fasziniert mich gerade auch. Bruder, also, Digga, diese Stühle hier, ne? Digga, Beige, Dicker. Auf jeden Fall Elite. Ganz klares Ding. Hier vorne auch mit diesem wunderschönen Zaun und allem drum und dran. Willkommen bei der...
Elite. Bro, der Typ hat auch was Wildes gemacht. Guck mal, ich hab mal gesagt, ey, ich find's so krass, wenn so Bäume über den Pool wachsen. Der hat's einfach gemacht, Digga. Digga, auch der Gym einfach. Guck dieses offene Bro, Gym, wie geil. Man kommt rein, hat erstmal ein Gym. Das ist einfach das Haus von Karl S. Oh, Digga, der hat sich auf jeden Fall, guck mal, das Badezimmer, Bro. Der hat echt verstanden. Der hat's wirklich verstanden. Der hat hier direkt neben dem Bad, hat auf dem Dildo stehen. Guck mal, hier neben der Toilette. Das ist mein Arschstöpsel. Bro. Ich liebe diese Farben. Ich schwöre. Elite. Das ist einfach Ariels Wunderland, Digga. Digga, ist echt so. Digga, was ist das hier? Die Lauphorie hinterher und Bro, hier sind so Köpfe in so einem Ding. Also, Bruder. Tobi, wie soll ich denn hier mein Lambo hochfahren, diesen Weg hier? Guck mal bitte. So, also ist es halt nicht mal das Haus an sich, sondern primär das Surrounding. Das ist echt schön geworden. Es ist cool, ja. Da gibt es auf jeden Fall auch mal einen Elite-Platz für. Das Haus hier ist die absolute Oberkotze. Also das machen wir einfach direkt weiter, gehen direkt zum nächsten. Auch das hier, so ein kleiner Bungalow-mäßig. Auch ganz cool mit dieser abgesenkten Einfahrt. Ziemlich viel weiß. Ich denke, ich bin in der Klapse. Ich will da nicht mehr rein. Das Haus hier wieder, Tobi. Oh mein Gott, finde ich geil. Auf GTA angelehnt, ne? Digga, jetzt Madeira-Villa einfach von uns. Oh mein Gott, wirklich jetzt, ne? Ja, das guck mal, hier dieser kleine, ist genau dieser Baustil. Digga, wirklich jetzt. Da gehen wir mal rein. Wir hatten oben auch so einen Balkon, Digga. Alter, guck mal hier, ein Honda Civic. 50.000 Teile transportiert immer. Also Fernseher. Finde ich extrem geil, Digga. Hier ist noch so ein Typ, der Fußball spielt in meinem Fremdengarten. Ne, finde ich auch extrem wild, Alter. Wird YILD. Wirklich geil. Hier steht Red Bull drin in der Villa. Rein da in das Elite-Bau-Event. Das Ding hier ist auch extrem krass. Guck mal hier, Digga. Also eigentlich muss man die Villa, glaube ich, von hier begehen irgendwo, weißt du? Also hier geht's quasi rein. Am Strand so mäßig. Ja, hier ist so die Master-Bedroom-Suite mit einer riesigen Waterfront quasi. Dann hier Tobi. Shit. Oh mein Gott, komm her. Tobi. Ja. Einbauschränke. Oh mein Gott, Digga. Mach's Handnäh, schnell. Einbauschränke, Tobi. Einbauschränke. Privatbereich. Oh, guck mal, der hat's so gemacht, wie ich gesagt habe. Öffentlich und private Bereich getrennt. Saugeil, Digga. Bruder, das ist so wild, weil du kannst einfach Partys im Öffentlichen feiern. Nee, nee, dann, im privaten Bereich, dann schläfst du im Öffentlichen. Runter quasi im Piraten. Boah, Digga. Gegenüber. Ganz wild. Sehr, sehr clean. Digga! Wirklich geile Nummer. Garagentor. Also wirklich, das gefällt mir super. Das finde ich echt schön. Junge. Ich habe Angst davor. Lass schnell raus hier. Ehrlich? Alter, das daneben. Guck mal. Mashallah, Baby. Guck mal hier, Digga. Das ist direkt am Wasser. Siehst du das mäßig hier? Ach, weißt du, wer es gebaut hat? Yorkshire, glaube ich. Yorkshire Bite, ne? Guck mal hier, der Whirlpool, ne? Ja, Yorkshire und Yazaroth. Bro, okay, dann wild. Komm mal mit. Okay, jetzt geht's runter. Junge. Holy shit. Hier ist Cybertruck drin. Guck mal. Geil. Echt, ne? Dann ist hier nochmal einfach ein Panzer? Ich weiß, ja, Bro. Saugeil, Digga, können wir halt, ich werde einfach das unsere Bauer gemacht haben, die auch hier unsere Map gebaut haben, trotzdem extrem geil. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein wunderschönes Häusle, gefällt mir auch schön, echt cool mit den Solarpanels oben drauf. Gleiches gilt für das Haus daneben, finde ich auch extrem cool, wirklich. Boah, von vorne ist es echt insane. Tobi, den schon mal merken? Bro, Tobi, guck mal hier, komm mal ganz kurz her, Hals, Maul, guck mal, Tobi. Bruder. Was? Das ist eine Schüssel mit einem Apfel drin. Eine Obstschale? Ja, mit einem Apfel. Der Hals, Maul. Hals, Maul. Stopp! Der hat dieses Element aus einer anderen Villa geklaut, wo ich geguckt habe, wo ich geil fand. Mit diesem Kamin hier als Trainer. Lol. Bruder, wild. Ich will hier leben. Richtig, richtig geil. Ich hole mir jetzt eine 10 Quadratmeter Wohnung. Revis Bett, Frau Bars Bett existiert. Egal. Nächstes Gebäude, Leute. Ist interessant, aber nicht mein Stil mit den Beacons oben drauf. Ich weiß, sieht aus wie von einem Palast von so einem nächstes Gebäude. Das habe ich auch noch nie gesehen, Alter. Das ist wirklich Bauhaus, Digga. Ja. Ganz, ganz wild. Finde also, ich sehr schön. Finde ich auch echt geil, Alter. Briefkasten, Familie, bitte reingehen und alle Schilder lesen. Auf keinen Fall werde ich das machen, Bruder. Finde ich auch wild, gefällt mir echt gut. Rein ins Elite-Event, Tobi. Holy Bro, ich wollte eigentlich eine moderne Villa haben, Alter. Und kein Schloss, wo Leute gefoltert werden. Aber hier könnte ich tatsächlich mir vorstellen, Leute zu foltern. Ja, doch. Der hat einfach ein Parkhaus gebaut, dieser Ehrenlose. Was für ein Much. Oh, das daneben ist auch wild. Das ist wirklich schön. Find ich schön. Den tun wir mal auf der Liste drauf, Alter. Mach mal kurz World Edit, mach mal alles weg. Clear. Boah, das hier ist auch wild, Tobi. Komm mal hier, Tobi. Mediterran angelehnt. Das hier ist geil. So auf GTA-mäßig angelehnt. Auch wenn es viel Sandstein ist und mir nicht ganz zusagt, finde ich es geil, Aldo. Auch ein echt wildes Hüttchen hier. Hab ich auch gesehen, habe ich auch gesehen. Auch Geilon. Oh, Digga, von innen echt schön, ne? Wirklich hier mit der geilen Treppe. Finde ich cool. Lord. Das ist Brillenhaus, Digga. Von innen auch krank, Alter. Einfach weil das so außergewöhnlich ist, sollte das gemacht werden. Alter, guck mal, was da dran hängt, Digga. Ja, ja, so ein Container, so ein Whirlpool-Container, ne? Geil. Geil, Mann. Ja, schreibt mal mit auf den Ehrenmann. Hier hat jemand einfach einen Schwanz gebaut als Haus, no front, Alter.
Ich finde das Farbschema voll geil von der Villa. Oh yes, sir. Oh yes. Oh yes, bro. Digga, mit Farben, man kannst du so krank viel arbeiten, Alter. Die habe ich, glaube ich, gestern auch gesehen. Die fand ich richtig, richtig stark. Von innen hier. Gehen wir mal in den Keller runter. Bro, Keller. Weinkeller. Ui. Vibes Gästezimmer. Auch gut. Feier ich, Digga. Feier ich. Weißt du, es darf halt nicht zu too much sein, weißt du? Ja, das ist halt das Ding. Das ist dieses Dorf. Wer hat zu besoffen, um zu bauen? Sorry, Revi. Ich mag den. Perfekt, danke, Bro. Super, arg geil, Digga. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass du über 16, über 18 bist. Tobi, wir müssen es jetzt entscheiden. Ich sag so, wie es ist, ne? Okay. Ich glaube, ich habe meinen Winner im Kopf. Entweder das hier mit diesen wilden Farben, wo du gerade meintest. Oder, ja, Mann, Digga, ich finde, das ist von der Architektur, es ist clean, es ist schön, es ist nichts übertrieben outstanding, aber genauso sollte es halt sein. Also diese Leiste, die halt nicht over halt, ne? Wirklich, genau, das ist halt, das mit dem Schnee so nochmal, das ist halt wirklich sehr, sehr bedacht alles. Weißt du, was ich meine? Das sind halt richtig akzentuierte so Dinger gesetzt, weißt du, was ich meine? Das ist wirklich so, ich fühl's sehr, Digga. Bro, gewonnen hat der gute... Sony Eodan, Bro, wirklich wildes Teil, Alter, wir melden uns bei dir, du kriegst eine Nachricht über den Server hier, 100 Euro Amazon Giftcode geht raus an dich. Leute, das war's von diesem wunderschönen Community-Event. Mein Traumhaus wurde auf jeden Fall an der Stelle gebaut. Ich bin übertrieben dankbar. Digga, diese Villa hier, dieses asiatische Zucker, alles. Platz 2. Sehr, 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 sehr wild. Ich hoffe, wir haben uns alles angeschaut, Leute. Ich küsse eure Augen und wir sind sehr dankbar dafür. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und Tobi? Ja. Du sagst es, Bro. Mach's gut. Ciao.